Willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder! Ich habe ein paar Sachen übersehen und spiele heute mit dem gelben Toad, um mit ihm die letzten paar Sachen, die ich übersehen habe, einzusammeln. Bin ich gerade zu weit? Ich glaube, ich bin zu weit. Denn hier, das ist das zweite Level, falls ihr euch erinnern könnt. Hier gibt es ein Secret Exit. Nee, ich bin nicht zu weit. Also da sehen wir die Blume. Genau. Und dann rennen wir hier einfach kurz dran vorbei. Ja, hier ist es. Und wenn ihr dann das Ding, die Dinger hier seht, die sehen wir nur, wenn wir das Ausrüstungsblöcke-Abzeichen haben. Dann können wir mit denen, jetzt passt auf, hier hochspringen. Keine Ahnung, wie man darauf kommen soll. Aber ja, hier oben ist dann das Secret Exit. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Übrigens, Toad hat sehr lustige Sounds, vor allem dieser Sprung. Ich weiß auch nicht, wie ich hier gelandet bin. Ich habe mir angeschaut, wie man hier hinkommt, bin ich hier gelandet. Oh, doch, ich weiß, wie ich gelandet bin. Was ich da treibe? Ich suche einen neuen Ausgang. Ein neues Etwas. Haha, drüber gesprungen. Hihi. Vielleicht finde ich es ja hier. Da ist das Secret Exit. Oh, und hier ist ein One-Up. Nice. So. Du. Ich bin gespannt, wo mich das jetzt hinbringen wird. Nein! Ich mache immer den gleichen Fehler, dass ich Stampfattacke einsetze. Ich hoffe, ich brauche hier vom Secret Exit nicht die Top of the Flagpole zu erreichen, die goldene Flagge. Wir werden sehen. Uff. Das war aus Versehen. Bye. Ich finde Toad hat auch coole neue Voicelines. Jeder Charakter hat neue Voicelines tatsächlich. Ich habe halt noch mal ein bisschen so gezockt. Da ist es mir aufgefallen. Eine Röhre? Wo bringt die mich denn hin? Neue Level? Komplett neues. Captain Toad! So viel Rauch! Was für ein Ort, um jemanden zu begegnen, findet ihr nicht? Scheint eure Bekanntschaft zu machen. Wir treffen uns doch gerade das erste Mal, oder? Oder kennt ihr mich etwa? Ich habe gehört, dass es in der Nähe irgendwo Schätze geben soll. Und plötzlich fand ich mich hier wieder. Was meint ihr, wohnt auf den Inseln dort überhaupt jemand? Und was ist das für ein komischer Rauch? Ach ja, ich habe 50 Blumenmünzen gefunden. Ihr könnt sie gern haben. Irgendwo werdet ihr schon eine Verwendung für sie finden. So, bis später dann. Ach, Bonus-Aria schaltet man frei damit. Aber hey, er ist ein roter Toad, ne? Ich habe mich darüber beschwert, dass es hier immer noch keinen roten Toad gibt, Mann. Aber vielleicht ist er der rote Toad. Der hat übrigens andere Sounds hier. Der hat, oh ja, und der hat, oh! Wollte ich noch mal gezeigt haben. Ja, das nächste Level. In diesem Galapagos. Galopteros. Stampede. Wie auch immer. Da haben wir noch was übersehen. Außerdem, wie viel der eigentlich tot? Als Elefant. Hat die gleiche Mütze wie Daisy. Aber trotzdem. Der Super Saiyan Toad ist nur ein Genie. Ich bin nämlich ein bisschen an diesen, ich pick dich direkt zum Stern-Genie aus Lari Party. Aber er sieht cool aus, oder? Und bei ihm auch die Farbe sieht nice aus. Aber gefällt mir. Das sieht sehr lustig aus. So, genau. Hier müssen wir bis ganz am Ende des Levels aushalten mit dem Elefanten. Ich habe euch noch einen weiteren mitgebracht. Zur Not, falls ich mich treffen lassen sollte. In diesem Level, was eigentlich gar nicht mal so schwer ist. Also wenn man, ja, okay. Wenn man weiß, was man macht, ist es halt wirklich nicht schwer. Und vor allem ist es auch gemacht worden für Elefanten. Power-up. So, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ist nur ein bisschen nervig jetzt. So. Sorry. Yeah, und dann kommen wir hier durch. Und was finden wir hier? Toll gemacht. Ja, danke. Super, dass du diesen Weg gefunden hast. Das ist ein Secret Way, der uns zum Secret Exit führt. Denn gesammelt haben wir ja schon alles. Und jetzt auch einen weiteren Wundersamen. Damit haben wir jetzt, glaube ich, 30 oder so? Oh Mann. Ich liebe meinen kleinen Super Saiyan Toad, das ist super. Ja, genau 30. Und wir kriegen ein Bonus-Level dafür. Und zwar Elastis im Zwielichtwald. Das kennen wir wahrscheinlich auch schon. Okidoki!
aus dem Trailer. Wie Toads Augen so rausstechen. Ding, 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 ding. Das hat mich total an Donkey Kong Country. Da gab es auch so Insulaten Level. Ja, oder? Ding, hier kann ich durch. Muss immer aufpassen, wo man lang kann und wo nicht. Weil man sieht man gar nicht. Da kann man hoch. So ein paar Münzen. Was zum... Was bist du denn für einer? Weg mit dir. Hat so einen langen Körper, ey. Hoffentlich machen wir nicht den Mario Maker 2 hin, kriegen auch noch so einen Körper. Ein Paracooper. Ah, schau mal hier. Das hab ich mir schon gedacht. Fantastisch. Fantastisch. Wunderbar. Ja, Leute, wir haben einen neuen Tag so. Also meiner war auf jeden Fall wunderbar. Ich spiele dieses wunderbare Spiel. Ach komm, ich. Es tut mir leid, okay. Ich hab einfach Spaß, ja. Ich hab einfach Spaß. Das Spiel macht Bock. Also, was soll ich sagen? Oh. Okay. Cool. Ding, ding. Mehr Münzen bedeutet, ich komme näher an mein Vermögen. Bang. Kommst du wieder zurück? Oh, ich hab One-Up bekommen, glaube ich. Cool. Wie komme ich denn da hoch? Was zur? So? Da komm! Da komm! Nein! Mann, passt! Ja, ja, ja! Nein, das geht nicht! Nein, das kann doch nicht sein! Komm, es muss gehen! Ach. Oh, was? Hä? Oh! Oh! Na gut, dann halt so! Hier kann man durch. Hallo? Wihi! Wow! Toad hat richtig Spaß. Oh Gott, man sieht wirklich gar nichts, ne? Boing! Da haben wir jetzt auf jeden Fall ein Wunder bekommen, das habe ich gehört. Schau mal, was du da hast. Schau mal hier. Schau mal da! Was zum... Ich habe zu viele Gedanken. Ich weiß es nicht. Mein Körper ist jetzt was Eigenes geworden. Aber Toad lächelt immer, wenn er springt. Yeah! Voll cool, Mann, mein Körper. Cool! Okay, ducken. Und dann? Ja, nein, ich bin nicht geschrumpft. Oh, wenn man duckt, dann kommen Sachen runter. Warte mal, habe ich irgendwas verpasst? Oh, ich habe Angst, dass ich hier irgendwo jetzt was verpasst habe dadurch. Okay. Man kann ja im Ducken springen und sich bewegen. Ist auch wichtig. Ja. Ja, ja. Hier sind Münzen. Vielleicht ist ja was. Vielleicht ist ja was. Bom, 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 bom. Ja, da war es. Jetzt aber aufpassen. Boing. Boing. Ja, kann ich da lang? Das ist aber ein cooles Level. Ich find's aber schade, dass das so versteckt ist. Naja, so versteckt ist es auch wieder nicht, aber es ist trotzdem ein Secret Level. Und das verstehe ich so ganz warum. Vor allem, weil es auch im Trailer gezeigt wurde, aber ist auch egal. Ist auch egal! Okay! Weiß, wie es gesagt hat. Irgendwas in der Art. Das Leben steckt voller Überraschungen. Mhm. Zum Beispiel ein künstlicher Wachstumsschub. Ja, zu viel Fruchtzwerge gegessen halt, ne? Oh, ich verstehe, was man da machen muss. Warte, ich renne mal ganz schnell kurz nach links, damit die Gegner wieder respawnen. Also an der Stelle, wo wir waren, weil ich habe ja noch nicht gekillt. Yes! Wunderbar! Und es bleibt immer noch alles schwarz. Oh, wie gruselig. Der Genie Toad. Der hat das jetzt auch abgeschlossen. Und wir sind somit fertig mit. Nevermind. Es gibt wohl noch mehr. Was sagt denn die Karte? Warte mal. Geht's jetzt komplett nach oben weiter? Mit Rolfs durch die Lüfte. Ja! Also, wenn das so ist, dann geht's wohl noch weiter. 3 Sterne Schwierigkeit, also so einfach wird es doch nicht. Aber ich hab Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Zeigt es mit einem Like. Und sag, ab geht die Post. Die Wolken schon wieder. Die kann man aber einfach killen hier. Boing. Boing. Den auch. Nicht killen, aber den kann man so boingen. Man muss aufpassen. Nein, ich. Ah, die haben eine große Hitbox. Guck, wie süß Toad da steht. Guck, wie süß. Wow,
auch der kleine Toad ist so süß. Also, die Grafik ist unfassbar schön. Oh, ey! Boah! Mist. Warte, da war ein Secret-Block. Secret. Gelber Toad-Block. Wow, eine Münze? Ernsthaft? Das Ganze für eine Münze? Ich hoffe, das Spiel weiß, dass sich das nicht lohnt. Naja, scheinbar nicht. So, boing! Yay! Ach, Toad. Was ist es nicht schön hier mit uns, oder? Wir beide haben doch. Wir sind die besten Freunde. Wir haben Spaß. Hihi! Wuhu! So, mach den weg. Komm ich da hin? Ah, ich weiß schon. Und zwar mit dir! Fantastisch! Das war jetzt die erste Star Command. Wir sind schon bei der Halbzeit. Was? Ich habe außersehen den blauen Yoshi-Block benutzt. Ich habe den gar nicht erwartet, dass jetzt hier ist. Wowie, sorry! Schaff ich das? Ja! Okay, wunderbar. Ich will aber noch wissen, was da unten zu sagen hätte. Oh, wie Mario Maker kann man das so nach oben schleudern? Was sagst du? Ernsthaft? Das war's? Alter! Boah, nee, ey. Nein, komm, Kletter. Ich liebe es einfach, wie die Toads aussehen. Sorry, ich muss es immer wieder erwähnen, weil es einfach so toll ist. Weil das Spiel einfach so toll ist, verdammt. By the way, kommt ja auch bald Super Mario RPG raus. Das wird natürlich auch hier Let's Played. Ich hoffe, darauf seid ihr auch gehypt. Wie das sich da versteckt. Geil. Ich habe übrigens auch gemerkt auf Screen, dass man geduckt sich bewegen kann. Komplett, mit jedem Charakter. Okay, ich sterbe von denen nicht. Okay, das sind Bumper. Alles klar, sehr gut. Sehr gut. Du versteckst doch was. Das rieche ich. Aha. Moin, Kumpel. Oh, was? Okay. Komm ich da hoch? Gar nicht? Cool. Hey, du da. Komm mal runter. In die Richtung? Ja. Nein. Oh. Oh, ich versteh's. Aber warte mal. Haha, ich kann cheaten. Man hätte nämlich eigentlich... Zeig's mir mal kurz. Ah, warte, ich kann's sogar noch machen. Okay, warte, mach ich's richtig. Dann, wenn schon, dann denn schon, ne? So hätte man dran kommen sollen. Ja, jetzt habt ihr's gesehen. Macht es besser nach, Kinder. Sonst gibt's Schläge. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Das gibt's nur gegen Bowser und seinem kleinen Kind. Vor allem das Kind wird gern geschlagen. Das war übrigens ein Witz. Bitte nicht anzeigen. Danke. Du. Ey. Bam. Ist das? Wow. Wo geht der denn hin? Du. Ach, hier hin. Nein! Ist da unten was? Oder warte mal, hier ist was. Aber das ist das Ziel. Was? Halbzeit? Nachdem. Da ist es noch das Ziel. Oder kommt da noch eine Wunderblume? Das kann sein, ne? Das kann actually sein. Ach komm. Wowie, ja, da ist ja. Tatsache, nach dem Ziel gibt es nochmal die Wunderblume. Was soll ich dir mal? Kann ich ihn da rausschubsen wieder? Von unten? Habe ich es jetzt versaut? Ich komme nicht mehr raus aus dem Bildschirm. Oder muss ich einfach nur auf ihn drauf springen? Wow, was zum... Yippie! In den Weltall! Vielleicht ist Diogenes ja hier. Oh, war das? Oh, das aus dem Trailer. Der Genie-Elefant. Er ist auf dem Weg zum Stern. So sieht das dann aus in Mario Party. Ui. Ja, auf dem Weg zum Stern Mario Party. Muss man erstmal das hier absolvieren. Aua. Tja. Das passiert. Ja, kann ich verstehen. Ja, wir... Das ist nicht einfach. Oh! Mich bonken lassen. Sonst verliert man die Kontrolle kurz. Das will man hier nicht. So viele Stacheln wie in Super Mario Land. Zwei. Oh. Ein riesiger Bursche. Kumpel, du hast doch bestimmt was ich brauche, oder? Du glänzt schon so. Ich glaube, der will mir was nicht verraten.
Aber er weiß was. Tschüssi, das war's schon? Okay. Good time! Ich falle! Ah! Ja, eigentlich müsste ich Puh sagen. Du bist auf dem Konkret gelandet. Ich bin zumindest auf den Wolken. Obwohl, ja, das könnte auch Schnee sein hier. Egal. Du, du, du! Wir sind immer so reinstampfen, also so Sprengung reinstampfen wie Röhren. Wird ja auch cool. Bisschen Detail. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Genau. Wunderbar. Das ist super. Ey, ich hab Bock. Mhm. Aber es war jetzt kein wirklich schweres Level, oder? Es war ein cooles Level. Ja, scheinbar werden wir heute nicht mal in Welt 2 einkommen, weil das geht noch weiter, das Spielchen hier. Abzeichentest für Profis. Jetantrieb 1. Jetantrieb 1? Was? Neues Abzeichen! Okay, dann bin ich ready. Okay, was haben wir? Jetantrieb. Du rennst immer mit großer Geschwindigkeit. Ah, der Speedrunner-Modus. Rennst über eine Klippe, kannst du für einen kurzen Moment sogar in die Luft springen. Okay. Coyote-Time. Oh. Okay, man verliert ja keine Leben. Ah, oh. Wow. Das ist wirklich Coyote-Time, aber auf das Maximum gestreckt. Also so wie Yoshis... Das ist Yoshis Flutter-Jump einfach, ne? Oder? Boah, ist das cool. Oh, das macht Bock. Vroom. Oh nein, nein, nein. Ich hab den Jump falsch gemacht. Muss ich denn alles von vorne? Nee, hier gab's einen Checkpoint. Wunderbar, freut mich. Super, danke. Ja, hast du gerade was gesagt? Jawohl. Oh, das ist cool. So ein Yoshi Flutter Jump für Speedrunner, ey. Feier das. Ganz ehrlich, bisher muss ich sagen, finde ich die Abzeichen eine coole Idee. Och, es ist natürlich schade, dass die einzelnen Characters nicht ihre eigenen Abilities haben, aber trotzdem ist es cool umgesetzt, wie sie es haben. Also der Trade-off hat auch positive Seiten. Da kommt, wie glücklich Toadi ist. Falls ihr übrigens die Bilder speichern wollt, die hier manchmal auftauchen, dann könnt ihr... Achso, sag gleich. Toll gemacht! Und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade bekommen hast, geschenkt bekommen. Ja, leg mal an, bitte. Ich super fast, so frick. Aber diesmal ist es lila, nicht blau. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle Wundersamen auf der Röhrenfelsenwiese gefunden. Zur Belohnung erhältst du 100 Blumenmünzen. Thank you. Genau, man kann einfach hier ansehen und dann könnt ihr jetzt hier abscreenshotten oder was auch immer ihr machen wollt. Wo bin ich das jetzt hin? Zu einer, so einem neuen Gebiet, wo wir noch niemals waren. Hui. Star World? Es gibt eine Star World War! Spezialwelt. Das ist die. Boah! Enorm! Unglaublich! Dieser Ort ist wirklich fantastisch! Hm, wo sind wir eigentlich? Ich finde, dieses Gebiet ist etwas ganz Besonderes. Es ist geradezu ein Spezialgebiet. Königssamen gibt es hier wohl keine, doch wir sollten uns trotzdem einmal umsehen. Finde ich auch. Eigentlich. Aber jetzt? Okay, ich würde tatsächlich sagen, dass wir diese Level ganz am Ende machen, wenn wir alles durch haben. So wie After Story. So, wisst ihr, was ich meine? Würde ich jetzt zumindest vorschlagen. Also, ich möchte es jetzt ungern machen, tatsächlich. Wir machen es einfach nochmal. Ist es okay? Ist okay, ne? Ja. Ich höre schon, wie ihr sagt, ja, Mike, es ist jetzt noch ein bisschen zu früh dafür. Danke für euer Verständnis. Dankeschön. Schaut euch diese Blumen an. Es gibt Rot, Blau und jetzt... Scheinbar gelb. Hier sitzt normalerweise irgendwie ein bisschen wieder nach aus, aber es soll gelb sein. So, und ihr kennt vielleicht das Level noch. Das hier. Hier habe ich was übersehen. Und was ich... ja. Hier habe ich was übersehen und was ich hier übersehen habe, das zeige ich euch dann mal. Direkt. Boah, ich bin viel zu verdammt schnell, ey. Ich glaube, ich muss dafür groß sein, ne? Hier, warte, kill mich nochmal. Ich gehe mit einem anderen Abzeichen hin, das ist mir viel zu schnell. Und zwar gehen wir hier mit dem automatischen Superpilz rein. Damit wir zum einen direkt groß werden. Ich habe vergessen, dass ich das Abzeichen nicht mehr habe. Mann!
okay. So, wir chillen. Aber schaut euch Toad an, ey. Schaut euch an. Oh, oh. So, warum bin ich hier? Ich habe tatsächlich vergessen, das Power-Up. Nicht Power-Up, das Power-Up, das brauche ich jetzt. Ich habe tatsächlich vergessen, hier den dritten Starcoin einzusammeln. Ich weiß nicht, wie ich es vergessen habe. Ich habe einfach nicht mal drauf geachtet. Ich zeige euch aber jetzt, wie man es bekommt, weil das musste ich wirklich nachschauen. Ich bin ja vorhin gerade eben wirklich zig Minuten. Ich bin ja vorhin zig Minuten rumgerannt, um herauszufinden, was man hier machen soll. Man braucht das Seifenblasen-Power-Up ganz dringend, also es ist notwendig. Man braucht es, also verliert es nicht, so wie ich es jetzt fast getan habe. Egal, wir können jetzt kurz abkürzen. Hier lang. Dup, dup, dup. Komm, ich bin direkt hier hin. So, und in diesem Screen. Na, warte mal, krieg ich nicht noch eins? Ich glaube schon, oder? Ja. Was soll's. Auf jeden Fall, diese Dinger, die in der Wand stecken, die kann man mit der Seifenblase erreichen. Und wenn ihr sie alle erreicht, dann bekommt ihr. Bekommt ihr da die Starcoin. Wenn ihr die beiden zumindest macht. Oder nur das eine. Ich weiß jetzt nicht genau, welches man davon machen muss. Ich komme da jetzt leider nicht mehr hoch. So. Zack. Mama hier. Dankeschön. Damit sind wir fertig. Wir rennen ganz fix schnell ins Ziel. Wir können das ja auch erreichen. Der sagt uns das wahrscheinlich, oder? Sagt uns das? Nee, sagt gar nichts. Hm. Ja, doch jetzt. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht. Muss man einfach drauf kommen, schätze ich. Okay. Damit habe ich, glaube ich, alles nachgeholt, was ich bisher nachholen kann. Wie gesagt, die goldenen Zielflaggen, die hole ich dann auf Screen nach, weil das ist zu langweilig. Ihr wisst ja bei jedem einzelnen Level, wo ich es nicht habe, wie man es macht. Also, ne? Dann würde ich sagen, haben noch genug Zeit für ein Level aus der zweiten Welt, oder was meint ihr? Ja, Toad hat auch richtig Bock. Du hast einige Blumenzen gesammelt, in deinem Namen bekommst du sicher schöne Sachen dafür. Okay. Also hier? Oder woanders? Ah, hallo. Ja, ein paar Standys, ja, die hole ich mir dann, wenn es dann soweit ist. Ne? Alles nach der Reihe, alles chillig. So. Ich muss ehrlich sagen, ich habe richtig Spaß mit dem Spiel. Also selten gibt es Release-Spiele, wo ich mir denke, das muss ich jetzt den ganzen Tag lang zocken. 1000 Schlängler im tiefen Schnee. Das ist noch ein Einstern-Level, das kriegen wir bestimmt noch rein in diesem Video. Ich nehme mal das ist mein Lieblings bisher. Mein Lieblingsabzeichen, wo ich in der Luft kurz schweben kann. Wow. Warum ist das so seitlich? Bro ist seitlich. Haha. Wehe. Ach, stimmt. Oh, das sind Schneeblöcke. Oh, ich kann den Schnee kaputt hauen. Schaut mal den Goomba. Schaut mal euch da den Goomba an. Hey, Kumpel, ich befreie dich. Oh, das ist egal. Ich habe ihn befreit. Was wollt ihr? Hey, du da. Ich kann auch von vorne angreifen. Okay. Ui. Ja, aber sowas von. Nee, leider nicht. Wäre schön, wenn das so kalt wäre heute. Was bist du denn für einer? Wow! Das ist eine Eule und das Nest bleibt da. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da oben was auf mich wartet. Ja? Ah, Münzen nur. Schade. Da hätte ich was versteckt, sag ich euch. Oh, okay. Das zweite? Das Level hat gerade erst begonnen gefühlt. Nee, also sorry, aber da gehe ich jetzt nochmal zurück. Das kann doch nicht sein. Das soll das zweite sein. Hä, wo habe ich denn was verpasst? Ach Mist. Hä? Wie konnte ich das übersehen? Was zur Hölle? Das ist ja offensichtlicher als... ich sag's aber nicht. Egal. ja. Die Eulen erinnern mich ein bisschen an Super Mario Land 2. Da gab's auch so Eulen, glaube ich. Komm ich da nicht hoch? Doch. Einfach immer wieder versuchen, irgendwann funktioniert es dann. Wuhu! Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit, dachte ich. Oh, sorry. Sorry. Hey, du da. Hey. Weg mit dir. Nein! Achso, warte, ich kann auch so kaputt machen, oder? Kommt da einer? Wenn jetzt einer kommt, muss ich ihn am Leben lassen.
Ja, es schneit doch, hä? Was meinst du? Es schneit doch. Wo war das schon kommen? Dankeschön! Hehe! Das ist meins! Oh, das sieht nicht gut aus. Achso, Schneesturm! Muss ich hier wegrennen? Ich weiß es nicht. Ich beeile mich mal ein wenig. Oh, danke. Das hat's mir erleichtert. Kommt denn Schneesturm auf mich zu? Gut. Aber warum nicht sowas in Mario Maker 3? Warum können wir kein Mario Maker 3 bekommen? Showtime! Oh Mann. Sorry, das kam gerade irgendwie so aus dem Nichts. Das war ein Gieren. Das Gieren rausgefurzt, so. Egal. Yay! Ey! Dachtest du! Ich bin zu schnell für dich. Und leider auch für die Folge. Wir haben noch Zeit. Für epische Level in diesem grandiosen Spiel. Brandiosen Spiel, genau. Bye bye! Boah, so ein Elefantenplüsch von Mario war auch was, oder? Das wäre auch was. Ich denke, das ist ein Merchandise, was wir so machen können. Oh Mann. Ja, was machen wir denn noch? Machen wir denn das hier, das sieht schwer aus. 4 Sterne, Klimmsprung 2, Abzeichentest. Aki-daki! Er ist ready. Das soll sehr, so schwer sein. Der Test hier. Kann ich mir nicht vorstellen. Oh, süßer Kerl, der Toadie. Oh, da oben, ja, jo. Mhm. Dankeschön, das ging ja sehr schnell mit dem Pilz. Ja, was ruft sie denn? Ah, fast! Aber es ist so richtig schon. Glaube ich? Warte mal. Ja, ungefähr, ungefähr. Oh, das ist... Okay, das ist schwer, aber ich liebe sowas. Das erinnert mich total an Mario Maker. Das ist so ein richtiger Mario Maker-Parcours. Mit dem Sinn dahinter, dass man seine Mario-Platforming-Skills verbessert. So ein Level ist das gerade in Mario Maker. So fühle ich mich zumindest. Das ist voll cool. Das ist zwar so simpel, aber I like it. Muss ja nicht alles so richtig aufwendig immer aussehen. Solange es funktioniert und das Level funktioniert. Ja, und wie es funktioniert. Okay, da muss ich kurz warten. Guck, wie sie die Brave wartet. Ja, ich warte. Ja, ja. Ja, ja. Fantastisch. Nein, nein, nein. Nein. Nein, nein, nein. Okay. Junge, wo bin ich hier? Bin ich hier bei Jump King oder was? Okay. Hä? 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 Hey, ja! Oh, was kommt denn jetzt? Aha. So ein Gedöns also. Verdammt, wie komme ich da hoch? So. Nein! Boah, das ist arg. Okay, mit oben. Nein! Ja, 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 ja. Ah, falsch, andersrum. Schade. Okay, hier lang. Mhm, mhm. Da oben ist das Starcoin. Wie komme ich denn da der ran? Warte mal. Oh, ich glaube, ich weiß es sogar. Wait. Ja, das ist böse. Die ist böse. Aber ich weiß es. Weiß ich's? Ah. Ah. Oh. Okay. Das Schwierigste an der ganzen Challenge ist wirklich einfach die Starcoin zu bekommen. Yes, hab sie. Okay, wunderbar. Ich habe immer an dich geglaubt. Oh, Ehre. Hehe, Spaß. Aber ich hoffe, ihr habt auch an mich geglaubt. Denn ich glaube jetzt an euch, dass ihr den... Moment. Dass ihr den Like-Button hämmern könnt. Subscribe, Glocke, was auch immer. Ihr kennt das ganze Gedöns doch schon. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Hehe. Wonderful! Yay! Auf einmal bei Elefant. Diese Abzeichen hast du gemeistert. Möchtest du es verwenden? Nein.
gemeistert, also. Dann kommen keine mehr davon. Okay.